Moin Moin Tag, Servus und Grüezi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Satisfactory. Willkommen zurück, liebe Nemos. Wieder mit am Start dieser andere Gamer. Hallöchen. Dieser andere Xentor. Hallo. Dieser andere Kretsche. Servus. Und dieser einzige Nobody. Nobody is perfect. Ja, danke, dass du es sagst. Kein Eigenlob Problem. Stinkt ja sonst. Ja. Nee, Spaß. Genau. Ja, wie ihr gesehen habt, das letzte Mal hatten wir einen etwas anderen Abgang. Dieser andere Abgang, ne? Und ja, der Cliffhanger hat nicht so geklappt. Tja, wir sind leider nochmal gestorben. Oder ich zumindest. Ja, so ein Rambock hat ihn nochmal auf die Hörner genommen. Hier muss ich lang. Warte mal, sind wir jetzt erst wieder am See? Ja, wir sind gerade wieder über dem Fluss, aber es ist gleich da vorne. Da siehst du schon in der Luft diese komische Plattform aus alten Tagen. Diese komische Plattform aus alten Tagen. Ich komme. Die seit fünf Minuten steht, aber die Plattform aus alten Tagen. Nee, die ist schon länger. Ist aus der vorletzten Folge. Aus der alten Republik. So, liebe Leute, das Gewächshaus müsste eigentlich nächstes Wasser kriegen. Geil. Warte mal, hier sind wieder die Viecher gewesen, glaube ich. Ey, warte mal, hat das jetzt ohne Wasser trotzdem schon produziert? Ja, du brauchst halt für manche Sachen brauchst du Wasser, sowas wie Wald. Nee, wir müssen noch weiter hoch. Keine Ahnung, also. I don't Knopf. Der kennt sich nicht so mit Pflanzen aus. Ich kenne mich nur mit einer Sorte Pflanze aus. Ja, hier sind die Viecher gleich. Ich wollte es ja nicht so definitiv sagen. Ich stehe dazu. Oh, hier sind sie. Oh nein, haben mich natürlich direkt wieder gesehen, Alter. Kommt ins Freie. Ich kann mich leider nicht verteidigen. Ah. Komm her. Kommt nur. Kann ich boxen? Nee. So. Damit wäre das Eisenfließband auch an die Haupteisenförderung angeschlossen. Ich will boxen. Komm mir nicht zu nah, weil ja, jetzt bin ich gleich tot. Haupteisenförderung jetzt von Mattel. Fuck. Frei. Ist der hinter mir oder hinter dir her? Hinter mir. Neben mir. Wir wollten doch einen dynamischen Computer bauen für die Sachen da. Ja. Wo sind mein Dings hin? Dein was? Mein Schwert. Das weiß ich nicht. Du. Ja, können wir uns beide jetzt nicht verteidigen? Stell den jetzt mal aus. Der ist immer noch hinter mir, ja. Keine Sorge. Kannst du auch gerne näher Mem stellen, weil dieser Constructor geht ja dann wieder flöten und wäre ja immer kacke, wenn wir die Kacke immer von A nach B schleppen müssen. Ah, da habe ich's. Okay, gut. Oh, jetzt endlich. Ich würde hinten neben dem Mem stellen. Ich würde ihn eigentlich nicht abreißen, weil wir werden immer mal irgendwas außer der Reihe produzieren müssen. Ja gut, das stimmt auch wieder, aber dann müssen wir halt nicht so weit latschen. Ja. Okay, du baust uns eine Plattform. Nee, ich baue nur den Weg darunter, die baue ich dann wieder ab unter dem Dings. Hinter uns, Rambock! Rambo! Hat er dich jetzt verarscht, oder was? Das würde der nie tun. Ja, echt mal. Nein, überhaupt nicht. Ich höre ihn aber. Du hast gute Reflexe. Ach, das ist ein Summerslop. Mal schauen. Aber ich muss ehrlich eingestehen. Das sieht sehr hässlich aus. Oh, hier ist doch noch einer. Ja, ich bin Held vom Erdbeerfeld. Ja, toll. Oh, da, hinter dir. Deine Foundation irritiert mich ein bisschen. Oh, sorry. Ich hab vergessen, die Pumpe ans Wassernetz anzukriegen. Also ans Strom. Die Pumpe am Wassernetz. Zeig, was du kannst. Genau. Los, Pumpe, zeig, was du kannst. Pumpe ein. So. Der neue Disney-Film, Pumperhunters. Nicht unter 18 Jahren. Okay. Was baust du hier eigentlich? Ich baue nur die Rampe nach unten, wo das Förderband runterkommt. Ja, er baut das. Ach so. Baue ich dann wieder ab. Klemme ich irgendwo. Seht ihn an, wie die Rampe. Jetzt muss ich auch irgendwie erstmal hochkommen, das nervt mich. Er ist Rampi. Viva Vampi. Nein, Rampi.
Rampi, nicht zu verwechseln mit Vampi von RTL 2 damals. Haben wir schon eine Motorenproduktion? Nein. Also Rotor meine ich, also die. Nein, nein. Okay. Haben wir nicht. Und wer von euch hat noch Vampi gekannt oder Bim Bambino oder den Lila Laune? Ich. Lila Launeberg kenne ich noch. Das ist der ältere von allen drei genannt. Dann kam, glaube ich, obwohl ich ehrlich gesagt Vampi nie leiden konnte. Bim Bambino und dann Vampi. Ich muss da weggehen. Nein, ich muss weggehen. Oh, da hat jemand in seiner Tastatur angepflanzt. Er ist weg. Da hinten ist ein Wrack. Ich hoffe, da liegt noch meine Kiste, ey. Sonst bin ich am Arsch. Sonst kann ich nicht weiterbauen. Ja, denke ich. Die liegt da entweder in der Luft oder. Weil da unten war nämlich ein Alpha, der hat mich abgeschossen. Weiter unten. Ja, hier müssen wir aufpassen, weil ich glaube, wenn wir jetzt hier, wo ich bin, fallen, ist das da weg. Ja, das ist beim Giftbiom, wo ich mir gedacht habe, hier beim. Dann kann es gut sein, dass die Sachen hier, wenn du hier, wo ich bin. Ich habe ja meine Sachen jetzt wieder. Kommt heute ins geile Giftbiom. Wie viel geben Brötchen gleich nochmal? Nicht viel. Keine Ahnung. Mehr als Kartoffeln. So. Ja, könnt ihr jemand mal kurz looken? So? Nein, ich bin nicht in der Nähe. Nee, ich meine euch mal einfach ein Brötchen reinpfeifen, wie viele Punkte das bringt. Ich hab kein Brötchen dabei. Boah, Quast-Oszillator. Ja, sowas haben wir ja nochmal absolut gar nicht. Ja, ich weiß. Ich mach mir kurz Schaden und pfeife ruhig. Für die Wissenschaft! It is science, baby. It is science. Science! Ah, okay. Brötchen bringt genauso viel wie Mais. Okay. Mais O'Brien? Der ist klar. Mais. Oh, nee, das war ein Wortwitz mit Miles von Star Trek. Erst in The Next Generation und danach in. Kenn ich. Du bist ein Trekkie, geil. Nein, kenn ich nicht. Ich will's auch nicht kennen. Ich hasse. Warum, warum hast du Star Trek? Weil Star Trek Dreck ist. Du bist Dreck. Okay, Kratsche, du bist raus. Tschüss. Genau. Okay, in einem Punkt gebe ich ihm recht, der neue Dreck. Ja, da muss ich auch zustimmen. Verdammt! Das, was der als neuen Star Trek bezeichnet, ist überhaupt kein Star Trek. Von Discovery bis Picard. Das ist eher die Ermordung von Star Trek. Tod durch Snoo. Besonders, guck mal, all das, was die in Discovery sich widersprochen haben und auch in Picard, es ist. Na, macht keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Es ist eigentlich Anti-Trek. So, deswegen haben wir ja heute die durch den Baum. Ja, die Orwell ist eine gute Alternative. Genau. Ah, jetzt kommt, das sieht sich nicht mehr hinterher. Was? Gut. Nobody. Ja. Supportest du gerade den anderen Gamer? Er guckt mir zu. Achso, ja, dann guck mal, er guckt ihm zu. Schnapp dir mal bitte die Energiecharts zum wirklichen Debase. Achso, ja. Ich verlangen. Wo sind da? Bewegt denn. Naja, ich sag's lieber nicht. Oh Gott, also jetzt brauchen wir. Womit fangen wir an? Mit den automatischen Verkabelungen oder mit den. Kannst du dir entscheiden. Von dir, wir brauchen ja alles 500, ey. Nee, Verkabelungen. Wo sind sie? 100. Bücher? Warte. Dann würde ich erstmal diese Sache benutzen. Geil. Okay. Was brauchst du eigentlich für die Sache? Brauchen wir anders. Warte mal, ich muss gerade mal hier das Auto aus dem. Das ist in den Boden gesunken. So. Automatische Verkabelung benötigen. Ich sag's dir gleich. Warte, ich bin schon da. Automatische Verkabelung. Ja, musst du erstmal eine Statorenproduktion oder so, willst du alle 20? Nee. Dann bauen wir halt erstmal Statoren in dem Ding vielleicht, ja? Das wäre eine Idee, da brauchen wir aber Rohre und und Draht. Bloß Drahtrohre können wir uns gerade noch nicht leisten. Wieso? Weil wir haben Rohre. Die brauchen wir momentan für andere Sachen.
Was? Zum Beispiel den Milestone, den wir machen wollten, da brauchen wir doch auch. Welcher Milestone? Wir haben gar keinen aktiven, wir können auch gar keinen mehr machen. Doch. Ach nein, das waren Motoren. Okay. Genau. Ja, da brauchen wir aber auch erstmal Platinen noch. Wieso? Quatsch. Wir brauchen für die automatische Vergabe, für die Statoren brauchen wir keine. Ich rede von dem Eis, du, da guck selbst. Wir haben aber noch gar kein Öl. Es geht voran, Leute. Ich bin bald wieder zu Hause. Geil. Mit Kohle. Was mit Corona? Ich bring Kohle mit. Ich bin jetzt Statoren produzieren fertig. Mach. Ihr seid die ganze Zeit zu Hause und ich bring die ich bring die Kohle nach Hause. Ich sehe gerade, dass ihr da was gebaut habt. Beweg dich nach Hause, ich brauche deine Dinge. Wer hat das Rohr gebaut? Dieses Rohr. Welches? Ach du, dann sehr wahrscheinlich. Ja, ich bin hier oben. Ich sehe dich von hier oben und komm runter. Ich hab Angst. So, also, jetzt. Ein scheues Reh. Jetzt produzieren wir trotzdem erstmal Statuen. So. Ja, mach. Ich bin zu Hause. Hallo. Jungs, ich hab mal hier hinten was hingestellt. Geil, was ist das? Könnt ihr euch schon mal kosten? Könnt ihr die Hälfte rausnehmen oder ein Kordel? Keine Ahnung. Aber muss das nicht noch zubereitet werden? Nein, die bringen trotzdem einen Punkt. Kannst du bis jetzt nur Brot machen. Warum haben wir die Rohrleitung nicht unter der Plattform verlegt? Das ist eine sehr gute Idee, bloß ich dachte, ich zimmer die erstmal bloß hin, rübergehend, dass die Scheiße erstmal läuft. Ja, die geht ja netterweise durch den Boden durch. Gut. Achso. Warum kommt aus dem Seeds-O-Maten so wenig Seeds? Weil die endlich mal übertaktet werden müssen. Die sind schon voll übertaktet, mein Junge. Du weißt doch, wie das... Du weißt doch, warte mal, wenn ich gerade sagen dürfte, wie das Sprichwort heißt. Erst kommen Seeds, dann folgen Weeds. Ja. Ist okay. Du müsstest ja keine Platten mehr. Nur dieser... Unser außer der Reihe Manufacturer könnte auch eine Übertaktung vortragen. Denkt dran, wir können MK2-Teile bauen. Auch Manufacturer, glaube ich. Nein, noch nicht. Wir haben das doch freigeschaltet, oder nicht? Nee, wir können meiner MK2. Ach nein, das hat mir. Ach nee, okay. Ihr habt das eben umgeswitcht. Ja, das war diese Dingsfarm, die ich erforscht habe. Ja, wir können ein MK2-Ding eh nicht erforschen, weil wir dafür Plastik brauchen. Für die Platinen oder so. Und Öl. Ja. Ohne Platinski geht nicht. Das hatten wir ja vorhin schon geklärt. So, die Dinger sind jetzt obsolet geworden. Was ist das hier? Was? Das frag nicht. Du hast zu klein gebaut. Was? Also, ist der nicht nachgekommen? Ich verstehe. Nee, ja, ich tu gerade mal unsere Dingsproduktion, unsere Seeds-Produktion mal ein bisschen. Okay, ich helfe dir. Ja, man kann es auch übertreiben, ne? Wir müssen. Ich möchte daran erinnern, für Seeds benötigen wir Kalkstein. Ja. Ja, und wir haben eine ganze Kalksteinquelle nur für den Roll. Nein. Ein bisschen was davon brauche ich auch, um die verstärkten Träger zu produzieren. Okay. Schlitter. Wie führst du das denn jetzt? Einfach da ein erstes Splitter dran. Ach, von hinten jetzt meinst du, oder wo? Von hinten. Da drüben, wo ich die Splitter setze, wo ich gerade bin, auf der Linie. Bitte. Einfach in den ersten Splitter reinführen, oder? Ja, und der verballert das dann auf die drei Constructor. So, dann... Ich glaube, es wäre sinnvoller, die Betonproduktion wahrscheinlich hierher zu verlegen. Oder das Ding einfach mal upgraden. Das ist upgraded. Ob für MK2 oder MK3?
Das Band, weil du kannst die Maschinen so viel übertakten, wie du willst. Wenn über dieses Band nur 60 gehen, dann gehen über dieses Band nur 60. Ja, aber momentan werden hinten in der alten Basis wird der Kalkstein direkt in Beton umgewandelt. Okay. Das meinte ich. Ah, schon wieder so ein... Die haben keinen Strom, die Maschinchen, die du gerade hingestellt hast. Geh mal bitte an den Mast und guck mal bitte nach, ob wir wahrscheinlich das Stromlimit gefickt haben. Ich werde mich demnächst dann mal zu dem großen See begeben und da ganz viele Wasserturbinen bauen. Ja, die habe ich eigentlich auch mal einstecken. Nö, nee, das dickelt rum. Strom... Ach! Ich weiß, was wir noch nicht haben. Man sollte ja auch erstmal die Seeds einstellen, was hältst du davon? Achso, ja, ganz hilfreich sein. Ja, kannst du bitte mal überall dreimal Vollgas geben? Soll ich auch überall Fragmente reinmachen? Ja, das meine ich ja gerade mit Vollgas. Achso. Die Produktion, denke ich mal, müssen wir auch übertakten. Wie viel schlucken die? Die brauchen 24 Kalkstein pro Minute. 3 x 24 sind knapp 75. Wo ist das Drecksvieh? Der Miner? Wenn ich mich mit dem Miner nämlich noch übertakten, das Band upgraden, sowieso. So, jetzt müsste hier das wilde Wutz abgehen. Ich speichere mal kurz, es ruckelt schon wieder extrem. Jo, mach das mal bitte. Machen wir mal hier LP, keine Ahnung. Speichern. Spar ich schon. Hat jemand einen Stahlträger einstecken? Nein, aber in der Produktion müssten welche sein. Ja, ich bin schon am Weg. Stahlträger. Ich dachte, ich hätte welche gehabt. So, wo soll ich denn das Kohleband hinführen? Welches Kohleband? Wir brauchen noch kein Kohleband mehr. Du Arschloch, Alter. Alter, der Helmut, kannst du das schon mal reisen? Stunden, weißt du, und Nobody haut einfach raus, welches Kohlebrand du brauchst. Gut, damit hat Nobody sich qualifiziert, das Kohlebrand jetzt weiterzubauen. Nö. Dieser andere hat eben schon offscreen, während ich noch Turm hier beschäftigt zu bauen, schon gewettert, als wir beschlossen haben mit der Wasserkraft. Ja, dann bin ich ja umsonst dahin gerannt wegen Kohle und so. Und ich ja quasi umsonst habe dieses Türmchen gebaut. Dieses, ja, nichts. Nicht viel bringen natürlich. Ich hab umsonst Kohle aufgebaut. Kohle ist nie umsonst. Wir brauchen Kohle für einige Sachen. So, die Seeds-Produktion läuft jetzt auf, hoffentlich auf maximal. So, da bleibt jetzt erstmal. Boah, hast du alle, hast du das auf MK2 geupgradet? Nein, MK3. Geil, geiler Mann. Ja, aber leider, MK3. Auch den Output. Ja, da bin ich gerade dabei. Weil auch den Output. Kaching. Jetzt gucke ich mir das Ganze mal an, wie das auf Ecstasy abgeht. Das ist geil. Guck dir mal den Kran an, hör mal, der hat ja einen Anfall. Okay, jetzt hält er gerade an, warum auch immer. Ah, jetzt macht er weiter. Gerade geleckt, der hat wahrscheinlich. Was macht der da? Beim. Ich guck mal, ihn reingezogen. Beim Gewächshaus oder was? Ja, das Ding geht ja ab wie. Also, wenn es mal abgeht. Das will ich mir jetzt auch mal angucken. Ich denk mal, die Animation kommt nicht hinterher. Ja, glaube ich auch. Ich guck mir das jetzt mal an. Ich will mal was anderes sehen, außer Landschaft. Die kotzt mich an, Alter. Erlebnis, ne? Scheiß Landschaft, die kotzt mich an. Und das ist mein Meisterwerk. Okay. Kann man hier nicht rein? Nee. Nicht nur alleine. Ich glaube, das wäre jetzt auch zu gefährlich, da reinzugehen. Also, ich muss der auch... Kran wird sich schon so pro wegballern mit einer Ohrfeige. Der Kran macht bei mir gar... Auch jetzt macht er was. Ja. Was ist denn mit dem los? Der geht ab wie Zäpfchen, oder? Alter, der teleportiert sich bei mir. Ja. It's the teleport crane. Dieser andere Gamer, ich denke mal, die Animation kommt einfach nicht. Ja, glaube ich auch. Jetzt haben wir. Es kommen keine Sheets an. Das ist auch nicht. Wahrscheinlich, vielleicht, weil du die eine arme kleine Popelmine, die wir da haben, etwas überstresst. Scheint so. Ich bin ja schon dabei, eine weitere Kalksteinquelle zu führen. Ach so, wo Kalksteinband hier? Jo.
was hier runter auf die Plattform geht. So. Ich habe dir schon mal erzählt, wenn du mal zuhören würdest, dass ich auch etwas davon benötige, um... Wir haben noch ein freies, da klemmen wir einfach die Dingsproduktion um. Hinten auf dem großen Plateau. Wo bist du? Ich bin am Lift. Ich bin gerade am Lift. Schön. Lift-Ausgänge. Ich wollte jetzt gerade die Fließbänder mal updaten, damit es schneller kommt. Ich hab bis zum Splitter habe ich schon alles auf MK3. Hier, ne? Dann wird. Da bist du, da, ich seh dich. Guck mal in die Richtung. Da hinten. In die Richtung, da wo ich gucke. Seh dich nicht mal. Ich stehe vor dir. Drei Wasserturbinen kann ich bauen. Da, in die Richtung. Steht noch ein ungenutztes. Mit ohne Strom. Mit ohne Strom, richtig. Das gibt's natürlich nur gratis. Alles mit ohne. Eine Pizza, alles mit ohne. Einmal alles ohne. Einmal alles bitte mit ohne. Was ist das hier für ein Band, was hier unter Malachi endet? Ah, nee. Das ist das Band von dieser Mine, die noch nirgend... Ne? Ja. Silium? Was kann ich denn noch machen? Das, komm. Da. Jetzt muss ich mal eine Sache ausprobieren, weil ich neugierig bin. Nein, der ist voll. So, ich gucke erstmal auf meinem Tablet nach. Was? Auf deinem Quablet? Tablet. Keine Ahnung, wovon er redet. Zu modernes Hexenzeug. Genau, nein, wegen der Mod More Factory, da gucke ich nach, weil wir können, wenn ihr euch das Tablet baut, mal gucken, oh, wir können richtig geile Tablet? Sachen. Tablet? Ja! Ja, das ist welches dieses komische, Tablet? Das ist so ein komisches Ding, was man im Real Life benutzen kann, um zu spielen, Sachen zu googeln. Nee, aber das ist auch jetzt im Game. Ihr müsst einfach hier zu diesem, zu der Ausrüstungswerkstatt gehen und dann könnt ihr euch umsonst ein Tablet craften. Aha. Hier. Diese andere, guck mal. Guck hier. Wie heißt das denn? Ja, einfach guck mal bei More Factory, scroll runter. Ja, stimmt, More Tablet. Was kostet die Scheiße? Nix. Wozu brauche ich das? Du hast es sehen, du beklagst dich, das Kretsch nicht zu weit, ich hab's eben erklärt. Du hast gesagt, dass man ein tolles Tablet machen kann, was man damit machen kann, hast du nicht gesagt. Guckt es euch an. Okay, es lädt irgendwas. Ja. Oh mein Gott. Power. Seht ihr das? Ei. Geil, ne? Da weiß ich, womit ich jetzt die nächsten Tage verbringen werde. Die schauen sich jetzt Pornos an. Alter! Ist doch fast genauso gut wie ein Porno. Das ist richtig Porno. Was ist denn das hier? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Alter, was gibt's denn hier alles? Ach, kannst du das. Bau mich bitte nicht zu. Das sieht cool aus. Ein Kran? Oh, nee. Oh, was ist denn jetzt hier kaputt? Ich fliege! Ich hab nichts gemacht. Ich kann mit More Factory fliegen, geil. Hä? Was? Ich hab Angst über das. Was mach ich jetzt hier? Ah. Hä? Ich fliege. Was ist das? Das ist ein echter Kran. Kann man den benutzen? Wie komme ich runter? Hä, warum steht da jetzt ein Kran? Weil ich gerade eingesetzt habe, aber... Wozu? Kann der was? Das ist ja nur Deko. Houston, wir haben ein Problem. Jetzt baut es sich ab, gut. Ich habe auch ein Problem. Ich fliege, aber ich weiß nicht, wie ich runterkomme. Wie hast du das gemacht? Das Tablet sagt, wie man fliegt, aber nie, wie man runterkommt. Wie hast du das gemacht? Alter, das ist richtig nice. Ja, warte erstmal, bis ich wieder raus. Fly! Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Aha. Ich könnte einen Zug bauen. Ich glaube, einen Deko-Zug, ne? Ah,
Who's nobody? Ist er schon tot? Er ist weg. Nee, ich fliege und ich habe keine Ahnung, wie ich wieder runterkomme. Ah, jetzt geht alt, interessanterweise. Wer aktivierst du das? Wer tut hier gerade die Förderbänder upgraden? Ich. Okay. Guck mal über dich. Keine Zeit. Bäh. Während ihr Quatsch macht, arbeite ich lieber. Oh ja, Mimi. Plus keinen neuen Inhalt des Spiels entdecken. Warte mal. Hast du das neue Band jetzt für deine Produktion verwendet, oder wie? Ketche, guck mal über dich. Neue Band, ja. Da ist ein Band, so. Ja. Hallo. Ja, wie geht das, du Pissnake? Guck mal hier, ich zeig's dir. Bleib mal da stehen. Warte, ich mach einen Schlitz auf und sag A. Du nennst mich Pissnecke, also. Du musst einmal das Tablet in die Hand nehmen, dann musst du die rechte Maustaste einmal drücken und zweimal E. Hm. Dann ist das aktiviert und dann musst du nur mit Leertaste abheben. Aber wenn du. Wenn deine Kretschigkeit einen kleinen Moment es wartet. Geht würde... nicht. Dann weiß ich nicht. Probier's. Ich kann nicht mehr. Fly. Hat noch jemand gepanzerte Metallplatten? Wahrscheinlich. Bei mir geht's auch nicht. Ich kann auch nicht fliegen. Ich hab keine Ahnung. Wie also, aktivierst du es wieder? Ich weiß es nicht. Ich versuch's gerade. Open Power Cooker. Vielleicht versuche ich es nicht, wenn ihr nicht wisst, wie es deaktivierbar ist. Ich denk mal, wenn du das Tablet außer nimmst. Nee. Nee. Warte mal. Hauptmenü. Relock. Sollte es ja aus sein. Wenn nicht, bin ich jetzt gefickt. Ja. So. Gut, da hätten wir das. Ja. Muss bloß relocken. Ich nehme ja mal nicht an, dass noch irgendjemand verstärkte Platten hat oder so. 64. Das könnte ein bisschen knapp werden. Ich habe auch noch welche, glaube ich. 10 Stück. Okay. Gute. ihr Lieben, ich möchte jetzt nicht der Spielverderber sein, aber andererseits, ich stecke hier in einem Problem fest. Ich weiß nicht, wie ich wieder auf den Boden komme. Ach. Klar, ich kann jetzt... Relock. Punkt. Über festen Boden, Relock, Punkt. Wenn du stirbst, läufst halt wieder hin. Naja, eben hat es gerade geklappt, dass ich wieder in den Sinkflug gehen konnte, warum auch immer. Ja, das backt bei mir nur rum. Wenn du da einen Fusionator machst, jetzt. Wenn du da einen Fusionator hinten noch dazwischen schalten würdest, könnte ich hier dir noch mehr Kalkstein dazuschrauben. Gut. Okay, Lieben. Nicht, danke. Nicht böse sein, aber wir sind am Ende einer Folge. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, so wie uns. Besonders jetzt, glaube ich, werden wir demnächst mit hier More Factory auch ein bisschen Spaß haben, mit neuen Formen. Ich denke, wir sind alle damit einverstanden, dass wir nur im äußersten Notfall fliegen werden. Also immer. Na gut, ich könnte jetzt sagen, ich fliege mal zum Lift hoch. Aber nee, schauen wir mal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Ideen, Tipps oder Vorschläge habt, nur her damit. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Rüngehauen. Tschüss. Gerade Freude in meiner Welt. Nein.